Hallo zusammen! Heute fahre ich für euch den Alfa Romeo MeToo oder ja, MeToo, je nachdem wie man es ausspricht, 09 war es glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Habe ihn ein schönes Ozeanblau verpasst. Heck, Außenspiegel und Felgen in einer anderen Farbe, ich weiß leider nicht mehr wie sie heißt. Also um den guten geht es heute. Ach, jetzt habe ich einmal zu weit zurückgeklickt. Verdammt! Tuningteile, die unterste Ebene Sport sind vorhanden, also weiche Reifen und so weiter und so fort. Viel einstellen kann man ja hier noch nicht. Aber muss reichen für unsere heutigen Rennen. Ich bin ja immer noch ein armer Schlucker. Und da Sony hier ziemlich geldgierig ist und ja, alles halbiert hat sozusagen, die Gewinne, muss man natürlich mehr ackern. Ich wollte fahren den, wenn ich ihn sehe, europäischen Sandy Cup 400. Da ist er. Sollte eigentlich ganz gut klappen, hoffe ich. Wir werden sehen. Drei Runden im ersten Rennen. Ich denke, ich werde alle drei machen. Jeweils mit Replay. Die Zeiten sind dann hinterlegt in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr euch die Replays oder so nicht angucken wollt oder nur die Replays, könnt ihr einfach den entsprechenden Abspann anklicken oder den Teilbereich und dann könnt ihr euch nur angucken, was ihr möchtet. Außerdem mein neuer Gaming-Laptop ist angekommen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich freue mich schon, ich habe ihn noch nicht ausgepackt, ist noch im Karton. Frisch von der Post abgeholt. Komm mit, lass mich nicht hängen, du schaffst das. Was hab's mit dem? Glaube ich wieder abgewöhnt. Das wird irgendwie so auch noch in meinen Marken vielleicht oder so drin sein. Oh yeah! Ja, mal wechseln. Kriege die Kurven nicht mehr. Ich liebe diese Ansicht und ich hasse sie zugleich. Wir lieben, weil es wirklich realistisch ist und weil es geil aussieht. Also gerade bei Regen. Oh, I love it. Aber ich kann dann so schlecht die Kurven einschätzen. Woo!
Und gleich mal 10.000 Öcken reicher. Yeah. So, ihr kennt das Spiel. Viel Spaß in der Wiederholung. Und ich bin zum nächsten Rennen dann wieder da. Sehr schön. Geht's gleich zum zweiten Rennen. Oh, was habe ich gesagt? Europäischer Sunday Cup. Mal gucken, wo waren denn noch? FR. Ah, hier. Als Archer. Wieder so scheiße. Verdammt.
Franzose, geh zu deinem Baguette. Okay. Ist mir jetzt auch noch nicht passiert, Kacke. Oh, jetzt verliere ich hier echt Zeit. Das ist die Strafe dafür, dass ich mich über den ersten da so viel gemacht habe. Oh Mann. Ich kann mich veräumeln vor Lachen. Ich dachte schon, irgendwas stimmt doch da nicht. Voll die Boxe erwischt. Wie geil war das denn? Scheiße. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht schubsen. Ja, für den ersten reicht es jetzt natürlich nie mehr. Für den zweiten wahrscheinlich auch nicht. Ist mir auch noch nicht passiert. Geile Sache. Da muss ich jetzt noch eine Weile drüber lachen, glaube ich. Ja, euch viel Spaß im Replay und ich lache mich in der Zeit nochmal weg. Zum dritten Rennen bin ich dann wieder da. War das nicht schön mit der Boxendurchfahrt?
Jetzt habe ich wenigstens gute Laune, obwohl ich gleich arbeiten muss. Oh Mann. Mal gucken, wo das nächste Sunday Cup ist. Der normale. Wir hatten ja den europäischen. Da. Sardinia. Hier sind es nur zwei Runden, wahrscheinlich weil die Strecke hier ist. Hört sich eigentlich ganz nice. So, nochmal viel Spaß im Replay. Wir nehmen diesmal eine andere Ansicht, würde ich sagen. Und ich melde mich danach nochmal kurz.
das war's dann erstmal vom Alfa Romeo, jetzt hätte ich beinahe Renault gesagt, von Alfa Romeo MeToo. Oder wie immer man es ausspricht. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Rennen auch mit dabei. Und dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene hier. Mal sehen. ja, also vielen Dank. Lasst uns gerne ein Abo da. Wir würden uns freuen. Und bis zum nächsten Rennen. Bye, bye.